Ja, hallo, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du reinschaust. Und heute habe ich was ganz anderes mal für euch. Und zwar habe ich heute mal euch hier zwei Stative mitgebracht. Und zwar geht es darum, um jetzt ein Social Media zum Beispiel zu filmen, quer und hochkant. Und zwar beim Hochkantfilmen, also 9 zu 16, ist immer die Schwierigkeit, dass ich tatsächlich bis jetzt keine geeigneten Stative gefunden habe, die eben so das Handy irgendwie hier darstellen, quasi so halten. Ich muss das quasi immer selber halten. Das ist ein bisschen nervig, wenn man dann mit zwei Händen was machen muss. Hier diese beiden. Das Besondere hier an diesem hat vorne eine kleine Kamera dran. Der muss jetzt mal angucken. Und diese Kamera quasi sieht dein Gesicht, erkennt dich dann und schwenkt dementsprechend dann, wenn du dich da vor Ort bewegst, nach links und nach rechts, eben trägt quasi dein Gesicht. Und dann ist quasi immer im Bild. Das Schöne daran ist, man braucht hier kein spezielles App. Wir werden uns das jetzt erstmal anschauen hier, was drin ist. Jetzt habe ich hier dieses Gestell. Hier ist eine Halterung mit dazu, was draufschrauben kann. Hier vorne ist die Kamera, hier oben schaltet man es ein. Hier sehr gut kann man hier die Neigung einstellen. Ich mache jetzt mal hier eine GoPro rein. Das ist so breit, man kann wirklich hier eine GoPro reinklemmen. Und das war halt für mich auch so interessant, dass man halt das so ein bisschen individuell machen kann. Also nicht nur ein Handy reinklemmen, sondern eben auch so eine GoPro. Ja, wenn man da eben was aufnimmt, die sie hinstellt. Und dann schalten wir das Ganze ein hier. Jetzt ist es grün. Und jetzt ist mein Gesicht, muss jetzt gezeigt sein. Und ich gehe jetzt hier hin, bewege mich hier so. Und ohne jetzt was zu machen, erkennt es mich halt selber und folgt mich quasi hier. Ich kann mich quasi hin und her bewegen. Hier habe ich noch eine Fernbedienung mit dabei und natürlich eine Anleitung. Ich denke mal, hier kann ich eben dann mal per Fernbedienung hier der Kamera sagen, hier wo es lang geht. Hier an der Seite ist eine USB-C, wo ich die ganze Sache dann aufladen kann. Wie gesagt, sie blinken nicht rot, es ist grün. Das heißt, ich habe hier immer noch volle Leistung drauf. Und hier kann man, denke ich mal, hier die Kamera starten oder das Handy starten. Ja, das geht nur über das Handy dann, wie ich das so verstanden habe. Da muss ich halt natürlich eine App installieren aufs Handy, was ich nicht unbedingt will. Und kann dann hier quasi dann da nochmal was regeln. Foto machen oder Video machen. Hier kann ich das Ganze über die, kann das Ganze wieder aus hier an der Seite, kann man es auch hin ausschalten und das Ganze hier versteckt. Ja, und die Kamera hier, das Stativ verfolgt mich halt immer quasi, geht hin und her. Man kann ja auch noch einen großen Ständer dazu kaufen, wo es draufstellen kann. Hier war leider bei der Lieferung jetzt nicht mit dabei, obwohl es so für mich jetzt einscheinen hat, als wäre der Ständer mit dabei, nur die Fernbedienung. Und kann hier nochmal verschiedene Einstellungen machen. Doppelklick und es dreht sich automatisch. Wenn man eine Panaufnahme machen will, dreht sich das Ganze hier um die eigene Achse, auch cool. Und wie gesagt, länger drücken macht man es ein und aus. Ja, kann auch Gesten erkennen. Und das Schöne ist, ich kann das Ganze auch drehen. Finde ich auch richtig cool. Genau, kann das Ganze drehen. Das heißt, ich kann quer und hoch keinen Film. Eben wie diese GoPro hier, kann ich da hier wunderbar hier damit arbeiten. Also wirklich eine tolle, tolle Sache, um sich eben immer die Hände frei zu haben. Gerade wenn ich jetzt TikTok oder die Hochkant-Videos mache, perfekt. Und ich habe hier eben diese GoPro reingeklemmt. Wunderbare Sache, wenn ich mit der GoPro arbeite. Ich persönlich mittlerweile festgestellt, Handy ist einfach um Weiten viel besser, als wenn es um Scharfstellen geht und
auch um es zu kontrollieren, ob das Bild halt richtig gut ist. Mal länger drücken hier, geht die ganze Sache aus. Mein Handy noch mal holen, kann man das mit dem Handy noch mal schauen. So, habe hier das Ganze noch mal eingestellt. Das war jetzt das Querformat. Und habe ich keinen Bock, weil ich hoch kann filmen und alles top. Länger drücken, ist rot. Wenn ich jetzt sitzt, geht das hinter mir her hier. Und verfolgt mich halt ständig hier irgendwie. Ich hier hin und her mich bewege, dreht das Handy quasi mich hin. Und da werden wir noch im Einzelnen draußen nochmal testen, wenn ich jetzt das zur Aufnahme mitmache. Und das ist ein bisschen entspannter, wenn ich mit meiner GoPro habe ich am meisten unten gefilmt. Und loslassen hier. Sonst landet er nicht durch die Landung quasi ab. So, sehr gut, mein Guter. Geht. Wie gesagt, diesen Knopf, Notstoppknopf, demonstriere ich gleich nochmal hier. Werfen an, geht hoch und irgendwie hat er sich verheddert beim Landeanflug. Hier drauf drücken und sofort geht die ganze Sache aus. Ja, da war mal alles gut. Nachteil von diesem Handy vielleicht, ich komme vielleicht nicht ganz so auf den Boden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein bisschen weiter runter gehen kann, klar, ich kann es natürlich jetzt hier einstellen, ne? Das war da unten filmt oder so. Und welche Sachen. Ich noch ein zweites hier bestellt, Stativ, wo ich eben auch das drehen kann. Ne? Wie gesagt, das Problem war immer, dass ich immer hochkant habe, alles. Ihr seht, ich habe gar keine Anleitung da drin, nur das Teil hier. Packt das einfach aus. Und funktioniert es jetzt hier. Hier schon mal der Klemmer. Klemm das raus. Und kann hier das Handy in allen erdenklichen Positionen einklemmen. Hier ist ein Feder hinten dran. Sehen ja genau, und möchte das Ganze hochkant haben hier, da komme ich halt noch ein bisschen besser, bin ich noch ein bisschen flexibler, wenn ich jetzt näher ran will, finde ich das jetzt auch richtig gut hier, kann hier noch mal so ein bisschen was einstellen, da komme ich mit dem, bin ich manchmal doch ein bisschen nicht ganz so flexibel, bin ich mit dem vielleicht ein bisschen besser dran hier. Auch gutes Produkt hier und kann dann ja wirklich hier die Hände frei. Gut, das ist ein bisschen locker, finde ich jetzt hier, sehe ich gerade hier. Bei meiner Meinung nach ein bisschen straffer sein. Das ist jetzt ein bisschen gefummelt hier. Und dementsprechend, wenn ich Foto machen möchte, kann ich es hier nochmal drehen oder komplett gerade machen. Also in der Hand halten geht auch gut. Ja, wie gesagt, unten das ist ein bisschen locker, könnte ein bisschen straffer sein. Ein bisschen fester gehen, weil ich es dann stelle ich es dann auf und dann flutscht es mal weg. Ist ein bisschen doof dann halt. Okay, das soll es gewesen sein in diesem Stativen hier, wo ich ein bisschen was machen kann. Hier kann ich es drehen. Ist vielleicht jetzt nicht ganz so das Stabilste, könnte ich mir gut vorstellen, irgendwann mal, dass es wegbricht. Müssen wir mal schauen, das Metall wäre es vielleicht besser. Hier, das ist natürlich dann schon ein bisschen stabiler hier. Ist auch Kunststoff alles. Okay, soll es gewesen sein. Ciao dann, bis zum nächsten Mal.